Und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Mir ist auf dem Weg zur Mission noch eine Glyphe aufgefallen. Da dachte ich mir, nehme ich doch einfach mal mit. Ich weiß jetzt gar nicht, ach doch, reicht. Wunderbar. Dann können wir die nämlich gleich machen. Und dann haben wir schon die fünfte. Oder die vierte? Die vierte haben wir dann. Die vierte. Und... Und das ist doch wunderschön, dass wir dann die vierte haben. Laden. Laden. Bitte warten. Diese intelligenten Arbeiter haben keine Selbstkontrolle. Joa. 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 Ne, Moment. Ja doch, machen wir einfach mal. Joa. Sind das Roboter? Joa. Was? Busch. Ach ne, da ist auch noch einer. Dann habe ich einen. Hier. Der hier nicht. Und dafür den rein. Auch nicht. Nochmal. Mal überlegen. Mal überlegen. Den. 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 Ah. Ja gut, die Ampel ist ja nicht so wirklich ein Roboter. Scannen. Apfel, Orangen, Birnen, Gurken. Okay. Lächeln, weinen, lachen, töten, sehen, wissen. Achso, alles das, was ein Roboter nicht fühlen kann oder schmecken kann. Laden. Aber der ist doch schon richtig, achso. Naja. Ach, du Scheiße. Okay. Der ist alleine. Der dreht sich dann wieder mit dem. Der mit dem. Super. Also der äußere... Moment. Hier, der hier, der wird nur einmal gedreht. Dann muss ich den hier drehen und wenn ich den ganz ausrenne, dann drehe ich den und dann drehe ich den hier. So mache ich's. Aber dafür muss ich erstmal wissen, wie er gedreht werden muss. Show. Ach, den äußeren, den kann ich ja gar nicht selber drehen. Das heißt, dass ich ihn erstmal... Oh, der ist auch echt... Ich hasse sowas, ey. Ich hasse es. So. Ach so. Das geht dann gar nicht, okay. Okay, versuchen wir es mal so. Ah, ich sehe schon. Das haut nicht hin. Ja, das haut nicht hin. Ich muss genau andersrum machen. Bin ich jetzt schon zu weit? So, das muss unten sein. So. So muss es sein. Moment. Moment. Doch, doch. Ich habe jetzt keinen Denkfehler. Da. Okay, dann muss das nach unten. Hier hin. Gut, jetzt stimmt das. Jetzt stimmt. Das hier natürlich nicht. So. Muss ich das wieder richtig rumdrehen? Dann. Genau, muss ich das hier wieder drehen? Habe ich die. Ja, habe ich.
So, das muss jetzt unten hin. Ja, und dann den hier noch. Ach du Kacke, das ist ja schwer. Es ist möglich, eine einzelne Maschine zu erfinden, mit der alle berechenbaren Berechnungen durchgeführt werden können. Ich habe kein Interesse, ein Superhirn zu entwickeln. Ein mittelmäßiges Gehirn ist alles, was ich will. Laden. Laden. Oh, wir haben es ja schon. Alan, was? Alan Turing wollte die Misere der Arbeiter beenden. M gleich Q, B gleich, wobei er, oh nee. Ach so, der kann, das kann ich nicht machen, das auch nicht. Einfach mal so Tauschwechsel machen, vielleicht. Nee, nee, das kann ich auch nicht. Einfach mal ein weiter nach vorne. Oder hier einfach. Nee, dann willst du wieder in zwei Schritte nach vorne, bla bla bla. Das geht auch nicht. Das auch nicht. Gut. Dann fällt der schon mal weg, der fällt weg. Ja, kann ich ne. Ach, hier. Einfach einer vorne? Nee. Okay. Den könnte ich eventuell noch machen. Hier, den könnte ich hier vorschieben. Ich könnte den hier hinschieben. Und ich könnte ihn auch hier hinschieben. Das geht aber auch nicht. Ich kann das. Klar. Hier. So blocke ich das. bitte was? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, Alter. Frau, hier ist Anne. Bitte was? Turing muss heute erledigt werden. Wäre das nicht vorschnell? Sie ließen ihn bereits verhaften und sedieren. Er lehnt die Direktive immer noch ab. Er hat tatsächlich vor, eines dieser infernalen Geräte zu erfinden, statt es nur für die Presse vorzutäuschen. Wenn er es schafft, Sie wissen, was die Massenarbeitslosigkeit durch seine Roboter bedeutet. Untätige Hände. Es ist zum Wohl der Menschheit. Was ist mit Kainz? Er vertraut Turing. Wir sprechen hier vom Gemeinwohl, V. Und ein kinderloser Arbeiter ist kein gutes Vorbild. Sie dürfen nicht alle aufhören, sich fortzupflanzen. Gut, es ist Ihre Entscheidung. Es muss so geschehen wie bei Harry Dexter White, als er die Sowjets warnen wollte. Okay. Seien Sie erfinderisch. Vielleicht was aus der Bibel. Turing hat einen Sinn fürs Theatralische. Laden. Quarantäne. Okay. Alter, schon wieder. Oh, das. Wieder mit Zeit? Ja, wieder mit Zeit. Okay. Also, da ist einer. Da ist einer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diesmal drei sind. Okay, ich werde enttäuscht von dem Spiel. Quarantäne aufgehoben. Schade. Wäre mal was anderes, mal ein drittes. Aber na gut, wir sind ja erst beim vierten. Kann ja noch kommen. Ja, viertes. Ich finde es auch gut, dass man diesmal nicht sieht, was es da ist, weil letztes Mal bei dem anderen, da konnte man ja schon grob erraten, was da kommt. Ja, und ihr seht auch, ich bin so weit gar nicht entfernt von der Mission. Na also, hier haben wir jetzt eine Glyphe und hier haben wir eine Glyphe. Da habe ich auch mal geguckt, ob wir uns das schon leisten können, aber das sind 34.000. Sonst hätten wir jetzt schon Rom zu 100% wieder aufgebaut. Aber ist ja egal. Ne? Und da hinten ist auch schon die Mission, wie ihr seht. Da, das kleine Türmchen da hinten. Ich suche gerade. Ach, da.
Wunderbar, wunderbar. Und hier ist da oben eine... Kann ich mir die holen? Ja, die kann ich holen. Die hole ich mir dann natürlich. Nur noch 80 Stück. Das schaffen wir. Nee, Spaß beiseite. Das schaffen wir noch nicht mal. Ich bespring dich erstmal. Abgesegnet, die Mieten der kirchlichen Besitztümer zu erhöhen. In solch unsicheren Zeiten muss die christliche Kriegskasse stehen. Ich konnte ihn ausrauben, aber er hat kein Geld. Oh. Ah. Shit. Ups. Ich hol mal meinen Pony. Pony? Da. Zack. Jetzt nur die Frage, wo lang? Hier? Ja. Ist ein möglicher Weg. Alles klar. Puff. Alter. Lachst du mich aus, oder was, hä? Lachst du mich aus, Alter? Was soll denn das Scheiß, hä? Laufen die mir dir immer noch hinterher? Nee. Lalalala. Hast du wieder Geld für mich? Hast du... Oh, er hat Geld für mich. Oh, wunderbar. Verehrte Kunden. Ja, verehrte Kunden, was geht ab? Beutel, haben wir alle Beutel? Ja. Uns wird nur noch der hier für... Oder das Geschäftsauftrag. Kleiderfirmen. Die sehen alle nicht so schön aus. Also wenn... Ebenholz sieht natürlich verdammt episch aus. Aber wenn ich eine andere Farbe nehme, dann wird schon ein bisschen ausgefallener sein, finde ich. Ich fertige auch eine Groß... Ich mach grad nichts, weil die Quest lohnt sich jetzt hier nicht nochmal anzufangen. Das wäre Schwachsinn. Deswegen gucke ich jetzt einfach, ob ich mir auch hier was Schönes... Ne, immer noch Geschäftsauftrag. Da muss ich nach der Quest auf jeden Fall mal nachschauen. Warte mal. Oh. Nee. Mann, das gibt's doch nicht. Wieso ist denn das alles so kacke? Hier sogar hier. Achso, bereits im Besitz. Ich wollte gerade sagen, Geschäftsauftrag und dann so scheiße. Aber geht ja nicht. Wieso werden die eigentlich noch als neu angezeigt? Das wollen wir nicht machen. Schon 13 Minuten, also es lohnt sich auf jeden Fall schon, Aufnahme zu pausieren. Denn ist noch ein Gemäldetypi. Aber man, ich muss auf jeden Fall in der Folgenpause kurz mal mich richtig durchhusten. Weil die Stimme gerade immer weiter weggeht. Hier. Nee. Was ich auch merke, finde ich, ist ein Schatz, aber wo? Etwa dort oben? Nee, ne? Da ist er zu weit weg. Also muss er ja hier irgendwo sein, ne? Holt euch meinen Sud aus. Achso, oh. Zu dem wollte ich jetzt nicht. Zu dem wollte ich. Gemälde. Oh, schon alle gekauft. Okay. Schatzkarten haben wir auch alle. Gegenstand verkaufen wollen wir nicht. Aber wisst ihr was? Der ist hier unten, der Schatz. So, dann haben wir den hier auch schon mal. Oh yeah. Bärtchen, du musst mir nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. So, jetzt gucke ich mal. Müssen wir da durchlaufen? Ja, das müssen wir. Gut, dann stelle ich mich davor.
Und alles Weitere werden wir in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge machen. Bis dahin. Tschüss.